Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch aus Kalifornien. Wer das Hotel errät, kann es unten schreiben. Hier war ich schon oft, hier bin ich gerne. Ich bin mal gespannt, was ihr so als Mutmaßung habt, wo ich bin. Die Couch kennt man ja. Nichtsdestotrotz frisch gepresste Themen für euch. Eine Boeing 767, die eigentlich wie ein Totalschaden aussah. Und auch ich habe gesagt, als ich euch die Bilder gezeigt habe, das wird nicht mehr für diese 33 Jahre alte Möhre, aber sie fliegt doch. Weiter geht es mit Austrian Airlines. Das nimmt ein böses Ende mit dem Streik, bringt Ostern in Gefahr. Wir haben dann weiter die Strichung von den Freunden, nicht Lufthansa, sondern Luftsicherheitspersonal. Das ist jetzt alles bestätigt. Also da gibt es Entwarnung an der Front. Wir haben des Weiteren Lauda, ein Ryanair-Gewächs jetzt mittlerweile seit, eigentlich ist das schon länger Ryanair als Lauda es war oder Austrian oder so. Aber ihr könnt es ja schreiben, wie es war. Auf jeden Fall will Ryanair nicht mehr Boeing kaufen dafür, weil es irgendwie die 320er dort lieb hat. Man möchte auf Neos dort umsatteln, weil im Moment sind es ja Zeos. Korean Air, da ist ein Flug, ja, wie soll man sagen, abgesagt worden wegen einer 9mm Patrone. Für uns Hobbysportschützen, wir wissen, was das bedeutet. Scharfe Munition an Bord eines Flugzeuges, no-no. Und was auch no-no ist, Delta Airlines möchte fliegen von Tokio nach Hause, aber 42 Passagiere sind überbucht. Es ist schon dumm, wenn Leute sich dazu entscheiden zu fliegen. Schauen wir uns auch an den Fall. Habe ich was vergessen? El Al. El Al möchte wachsen und sie können das Ganze finanzieren, weil sie vom Krieg profitieren. Ja, klingt komisch, ist aber so. Dann haben wir alle Themen für euch heute vorbereitet. Ihr habt ja den Like-Button schon gedrückt und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem, was wollten wir noch haben? Natürlich, Kanalmitgliedschaft. Also, ich starte direkt mit der Folge und zwar ist das so, Austrian Airlines, da ist wesentlich mehr Stress im Kanal, als man denkt. Die Piloten haben dort die Schnauze voll, um es mal ganz provokativ zu sagen. Wie würde es der Österreicher sagen? Ach, geh. Ich sag's nicht, ihr wisst es. Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt zu Osterbeginn zahlreiche Flugausfälle hat. Austrian Airlines hat auch schon umgebucht die Passagiere. Also nur noch mal als Hinweis, für alle 50.000 Leute sind betroffen. Alle Fluggäste werden schnellstmöglich zum Flug umgebucht. Natürlich ist das Gute bei der Lufthansa-Gruppe, dass man ja eigenes Gewerk hat. Heißt also, dass man mit eigenen Lufthansa oder aber auch dann Swiss dann durch die Welt geschoben wird. Für den einen oder anderen gibt es auch mehr Meilen natürlich. Ist natürlich auch ein Zusatzding, aber natürlich möchte man lieber fliegen. Ich verstehe das für alle anderen, die da genervt sind, weil die Flieger sind ja eh schon zu Ostern voll. Was ihr auch im Hinterkopf behalten solltet, ist, dass konkret betroffen sind die Flüge vom 28. März, also in zwei Tagen Mitternacht bis 29. März um 12 Uhr. Das ist also, dass die Fronten zwischen der Gewerkschaft und dem Our Management sind bis zum Bersten, wie soll man das sagen, gespannt. Ja, man möchte da halt sagen, dass man vielleicht doch ein bisschen um die Gehaltserhöhung vielleicht sich kümmern sollte, weil sie im Lufthansa-Konzern wirklich am wenigsten verdienen. Kann man dann natürlich ein bisschen nachvollziehen, ich hatte es ja auch gesagt. Und das Angebot würde einfach nur die Inflation abdecken und nichts anderes als realen Lohnzuwachs. Wobei auf der anderen Seite muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, mehr Lohn ist auch schön, aber macht das so viel Sinn? Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr dafür Verständnis habt, dass man bei der AUA dafür kämpft, dass man die Gehälter angleicht an den Lufthansa-Konzern. Und damit geht halt auch die Strategie nicht auf, dass man einzelne Konzernteile gegeneinander ausspielt und sagt, wer produziert am günstigsten. Ihr solltet dort dann mal schauen, was ihr macht. Ich bin mal auf eure Antworten gespannt. Die Luftsicherheitsassistenten und Assistentinnen, die haben sich dazu entschlossen,
zu schlichten. Und diese Schlichtung ist jetzt in die Vereinbarung gegangen, heißt für uns, dass es dort keinen Streik gibt über Ostern. Das heißt nämlich eine Friedenspflicht. Und ich denke mal, man ist jetzt wenigstens in der Ferienwoche danach und über Ostern halt jetzt erstmal vor einem Streik gefeit. Und das ist wirklich das, was zählt in meinen Augen, wo wir sagen müssen, Gott sei Dank. Also, dass wir da keine österreichischen Verhältnisse haben, wobei wir natürlich in Deutschland wesentlich mehr Streikerfahrung haben mittlerweile als die bei der Austrian Airlines. Deshalb ein bisschen Gnade mit mir haben für diese Formulierung. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Tarifkonflikte bei der Lufthansa Gott sei Dank weniger werden, weil man hat ja mit Brussels sich geeinigt. Also es geht eher tendenziell weniger Streik als mehr Streik mit der Schlichtung. Das ist für uns gut für die Pumpe und weniger Stress. Was Stress ist, ist bei Ryanair, wenn die Buden nicht kommen. Und zwar, wenn man Flugzeuge bei Boeing bestellt, 737 MAX, und die Bude kommt nicht. Ja? Und man deshalb den Flugplan zusammenstreichen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit was zu tun hat, aber man möchte mittelfristig halt bei Airbus A320neos bekommen für die Lauda. Und es ist so, dass man da natürlich sagt, als man die Lauda jetzt als österreichische Billig-Airline dort positioniert hat, ist das so, dass die Austrian Airlines am Flughafen Wien überholt werden sollte. Aber das klappt irgendwie nicht so ganz. Und heute ist sie ja auch irgendwie nicht mehr österreichisch, weil die Registrierung und alles ist ja auch irgendwie auf Malta. Also das heißt, das ist alles so ein bisschen Geschichte. Aber auf jeden Fall ist es so, die Lauda, der Name ist geblieben, Lauda Europe heißen sie ja. Und dort ist es so, dass man 27 A320ceos betreibt und man wollte da halt die Flotte auf 50 Flugzeuge ausbauen. Und er sagt mal, der Wechsel zu Boeing ist anscheinend auch wirklich nicht mehr vorgesehen. Bis 2030 sind ja die Boeing-Flugzeuge wohl laut Michael O'Leary ausverkauft. Es sei denn, sie kommen jetzt auch demnächst mal in Tritt, dann sind sie vielleicht auch länger ausverkauft, weil man halt nicht produzieren kann. Und nachdem der Herr Calhoun ja zum Ende des Jahres gehen möchte, andere Positionen ja auch besetzt worden sind, hoffe ich, dass man mehr Forte hat bei Boeing und damit dann halt auch ein bisschen wieder den Counterpart zu Boeing, zu Airbus bilden kann. Und ich bin mal gespannt, ob man dort das jetzt einfach nur so als Lückenfüller sieht, die 320neos, um dann im Long-Term auf Boeing umzuschwenken. Oder ob man wirklich sagt, nee, man bleibt bei Boeing, bei Airbus, dass man Boeing halt wirklich in den Hintern tritt und sagt, hey, wir haben aber hier, ne? Also dass das nicht immer nur eine hohle Drohung ist und Airbus irgendwann mal sagt, ach komm, du fragst bei uns quasi jede Woche an, aber kommt kein Auftrag. Und wie der Schwabe sagt, gutes Geschäft, schlechtes Geschäft, und das ist halt wirklich schlechtes Geschäft, wenn man halt permanent arbeitet, aber man kriegt keine Früchte dafür. Der 321er ist vielleicht auch interessant, und zwar so, man habe lieber mehr 320er als 321er, aber damit heißt es, dass man eventuell auch 321er im Visier hat. Und wenn der Deal mit Airbus irgendwie nicht zustande kommt, und da sieht man wieder, was man für einen Preisdruck macht, dann würde ich da ganz ehrlich sagen, man benutzt es als Spiel, das Vehikel. Aber auch hier, wer das mag, wird halt wissen, dass Ryanair mit der Boeing 737 droht, aber hat ja auch Kosten, dass man die Piloten umpilotieren muss, also das heißt trainieren muss, und das ist natürlich dann auch doof. Was auch doof ist, ist natürlich eigentlich der Krieg in Israel, der ist halt relativ unschön, und El Al profitiert aber vom Krieg, und zwar deshalb, weil die Aktie gestiegen ist. Die Aktie ist gestiegen, und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, um den Tiefstand, den man hatte im Oktober, hat man die Marktkapitalisierung verdoppelt. Ja, also die Aktie ist gestiegen. Mit der Zweitplatzierung von Aktien an der Börse will man jetzt umgerechnet 26 Millionen Euro zusätzlich bekommen. Und da ist es so, dass man natürlich die düsteren Aussichten am Anfang des Krieges jetzt halt nicht mehr hat. Und eine andere Auswirkung ist, weil viele gar nicht mehr fliegen und El Al so irgendwie der Einzige ist, der gefühlt fliegt, dass man Preise durchsetzen kann, die halt relativ hoch sind.
Und weil die Leute natürlich in Israel Freunde, Bekannte, Verwandte besuchen, aber auch Leute zum Kriegsdienst kommen und auch andere Leute da halt hinfliegen, hinherfliegen und dann halt an El Al nicht vorbeikommen, weil sie halt wirklich dominant sind. Wir sehen ja auch, dass einige Fluggesellschaften gerade zögerlich zurückkehren. Und diese hohen Preise haben natürlich dafür gesorgt, dass man im vierten Quartal 2023 wirklich einen Reingewinn von 40 Millionen Euro hatte im vierten Quartal. Und das ist natürlich eine krasse Nummer. Und damit möchte man dann wachsen. Drei Boeing 787 möchte man kaufen. Und zwar ist es so, dass man, weil man den höchsten Wert seit 5 Jahren mit den Aktien hat, das in Münze umsetzen kann und neue Ziele anfliegen kann. Und ich würde mich freuen, wenn der Krieg zu Ende wäre und dass man dort dann nicht so profitiert, ist aber irgendwie leider dann nicht so. Wir haben Korean Air lang nicht mehr gehabt mit der Asiana-Übernahme und so weiter. Ist das natürlich schwierig gewesen. Aber an dieser Stelle muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass wenn eine 9 mm Patrone an Bord gefunden wird, dann hat man natürlich ein Problem. Und so war es auch, dass man bei der 787 eine scharfe Kugel gefunden hat. Und nun ist es so, die Behörden suchen natürlich einen möglichen Schuldigen, wer diese Patrone dann mitgebracht hat. Ihr selber, die ihr gedient habt, wisst ja natürlich, wie es ist. Scharfe Munition, größtes No-No am Flughafen, großes No-No. Auch Teile von Munition sind verboten. Heißt also, eine Patronenhülse oder sowas, alles uncool. Und auf jeden Fall ist es so, dass man die scharfe Kugel an Bord eines Flugzeugs gefunden hat. Und zwar unter einem Passagiersitz. Die 9 mm war ein oder ist ein Jagdgeschoss. Und die Polizei ist jetzt da gewesen, hat nochmal das Flugzeug komplett durchsucht, hat nichts gefunden. Eventuell ist es jemand aus der Tasche gefallen. Vielleicht hat es jemand aus der Tasche rausgenommen oder aus der Jacke oder wo auch immer, aus der Hose. Wer hat festgestellt, oh shit, ich habe es. Also insofern ist es so, dass die Behörden jetzt einmal suchen, wie das passiert. Und die Zeitung Yongyang Daily sagt, dass man jetzt den Sitzplan durchgeht und die Fluggastliste durchgeht und guckt, wie die ganze Geschichte so passiert ist, weil der Flug kam aus Bangkok. Wer Bangkok kennt und das Gewusel ist, ist eher auch nicht dafür bekannt, dass da irgendwie Sachen durchgeschmuggelt werden können. Aber ihr könnt mich eines Besseren belehren. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Flughafen Incheon angekommen ist. Also da von euch eure Meinung. Hier seid ihr gefragt. Wir haben ein Thema, was mich persönlich immer wieder, es schockiert mich, es irritiert mich, es fasziniert mich aber auch. Denn wenn man sich die Überbuchungspraxis der Fluggesellschaften anguckt und wenn man halt so sieht, wie bis auf den letzten Platz versucht wird, jeder Sitz voll zu machen, denn nichts ist älter als ein Sitz, wenn die Tür geschlossen ist, muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen an dieser Stelle, wie schaffen die das? So, und jetzt zeige ich euch erstmal einen Reddit-Beitrag, nur damit ihr mal so den Hintergrund seht. Und da ist es so, hier komme ich besser ins Bild, dass jemand sagt, ja, ich freue mich schon auf meinen Flug von Tokio nach Los Angeles und irgendwie auch nicht, weil 42 Passagiere überbucht sind. Das heißt also, alle Passagiere sind gekommen, man hat ihnen 1500 Dollar Kompensation angeboten und man muss hier der Ehrlichkeit halber sagen, dass natürlich die 1500 mit einer Garantie einherging, dass man 24 Stunden später fliegt, weil natürlich, wenn man aus Tokio nach Los Angeles, da fliegt ja jetzt nicht jede Stunde ein Flugzeug mit Delta. Ne? Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Maximale an Kompensation, was man bei amerikanischen Fluggesellschaften bekommen kann, 1550 Dolores sind. Und diese 1550 Dolores ist so eher so ein heißer Tropfen auf den, nee, ein kalter Tropfen auf den heißen Stein oder wie auch immer das heißen mag. Denn man kennt ja Delta, die geben ja auch gerne mal 10.000 Dollar. Ja, und Ed Bastian hat sich ja gerade da, das ist CEO, der hat sich ja gerade auch da so ausgesprochen, hey, wir sind so geil, wir haben 5% mehr gemacht und so weiter und so fort. Heißt also, dass wir überbuchen wollen, einige Flüge bis zu 5%. Und daran seht ihr halt auch, wie so die Marge ist. Es gibt Fluggesellschaften, Lufthansa hat ja mal auch die Parole First Class nie überbuchen. Und da ist es halt wirklich so, dass man natürlich guckt, wie man damit wegkommen kann.
Und wenn man halt der Statistik vom Department of Transportation glauben darf, hat Delta Airlines festhalten, in den ersten 9 Monaten von 2023 nur 3 Leute vom Flug gestoßen, ohne dass sie es wollten. 3. Das liegt natürlich daran, wenn man bis zu 10.000 Dolores bietet, dass das natürlich auch ein Incentive ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hey, 10.000 Dollar und du fliegst 24 Stunden später, count me in. Das mache ich sofort, wenn ich keinen wichtigen Termin habe. Aber ich glaube, dass kein Termin bei mir so wichtig ist, dass ich 10.000 Dollar nicht nehmen könnte. Auf jeden Fall ist es so, dass Delta auch 123.000 Passagieren Kompensation gezahlt hat. Also daran seht ihr, wenn man einen Passagier Kompensation zahlt, muss man dieses Bumping nicht reporten. Heißt also ergo, deshalb geben Sie das Geld und es ist gut für die Statistik bei dem Department of Transportation. Und vor allem, wenn das nämlich zu oft passieren würde, würde das Department of Transportation auch irgendwann mal sagen: Freunde der gepflegten Gastlichkeit, gibt einen auf die Finger, macht das nicht. Und diese Praxis ist halt wirklich so faszinierend, wie man es schafft, aus den Daten von historischen, also anderen Flügen auf der Strecke, Buchungen und so weiter und aus diesem ganzen Potpourri halt wirklich zu wissen, na, auf dem Flug können wir 10 Leute mehr nehmen oder wie auch immer, dass das dann funktionuckelt. Und ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ja, wenn man überlegt, dass man 123.000 Passagiere kompensiert hat, muss sich das ja am Ende des Tages doch rechnen, wenn man die Tickets verkauft. Weil wenn man überlegt, dass man mindestens 1.550 bezahlen muss in Dolores. Ich hatte das jetzt auf einem Flug von meiner Freundin, die hatte das zum Beispiel, dass sie von New York von Los Angeles nach New York geflogen ist und sie hatte das dann, dass man ihr Geld angeboten hat, für einen Stu Flug später zu fliegen. Ich glaube, 900 Dollar war das, was man ihr angeboten hat, 2 Tage vorher schon. Und der Flug war halt wirklich bis auf den letzten Platz voll und rausgegangen. Das ist in Amerika natürlich eine interessante Geschichte. Wenn man flexibel ist, ist das vielleicht ein Weg, um Flüge zu refinanzieren. Zumal der Flug hat ja nur 200 Dollar, glaube ich, gekostet, von 244 Dollar, was war es, von Los Angeles nach New York. Also hier eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen, für den einen oder anderen, wer das Geschäftsmodell machen will. Und trotzdem die Meilen einzusacken, trotzdem alles zu bekommen, kann man machen. So, jetzt die Frage des Tages, die hier habe ich zwei. Wart ihr schon mal Opfer von einer Überbuchung? Und die andere Sache ist, wie findet ihr diese Praxis? Ich persönlich bin mehrfach abgelehnt worden von der Lufthansa, das zu machen. Die hatten mir damals 600 € immer geboten, beziehungsweise generell 600 € geboten. Habe ich gesagt, komm, dafür fliege ich später, kein Ding. Nee, können wir nicht nehmen, du bist Hon. Das heißt also, da ist der Status dann doch eher unglücklich, weil der Status einem das nicht gibt. Das war, glaube ich, London, Düsseldorf oder Düsseldorf, London, Frankfurt, irgendwas in der Richtung, wo ich später fliegen wollte. Und die sagten zu mir, nee, kannst du nicht machen. Geht nicht. Insofern bin ich mal gespannt, was eure Erfahrungen sind. Ich mache jetzt das Bild auch mal weg, damit ihr mich hier nicht nur so abgeschnitten seht. Wir haben nämlich jetzt auch das letzte Thema, was wir hier besprechen. Und das ist etwas, was ich ultra krass finde, wenn man sich die Bilder nochmal vor Augen führt. Hier kommt's, da ist es. Da seht ihr ja, wie soll man das sagen, diese Falte in dem Flieger. Das ist eine 767 von der United und bei der United ist es so gewesen, und zwar ist das so, dass die bei der United ehrlicherweise den Flieger, der 33 Jahre alt war, also eher das Gefühl gegeben haben, dass die Maschine gescrappt wird. Und zwar ist das so eine harte Landung gewesen, und zwar war das eine harte Landung in, wo war das? Ich lese es gerade. Wo ist es denn? Ich weiß, war es auf dem Flug von Newark nach Houston. Und jetzt seht ihr, ich gebe es euch nochmal, wenn ihr es nicht gesehen habt hier, da seht ihr auch das Teil, was ausgetauscht worden ist. Das muss ja wohl gewesen sein. Wo bin ich denn jetzt beim, muss ja in der Mitte, Unai. Also ich glaube, das ist bei dem I gewesen, vor dem I. Heißt also bei dem zweiten Fenster in dem Silber oder grünlich. Und auf jeden Fall ist es so, dass es über 1,4 G waren und dann war es so, dass man diesen Damage auf der Crown hatte, wie das so schön heißt. Aber ich bin mal interessant, also ich war wirklich interessanterweise, habe ich gedacht, dass diese Art der Reparatur eher ungewöhnlich ist. Und 2019 ist es so, dass es dann auch irgendwo passiert ist auf den Azoren, wo man eine harte Landung hatte. Aber man hat sich dazu entschieden, diese Flieger halt nicht zu scrappen,
weil man diesen Fliegern noch Bedarf zugeordnet hat. Heißt also wohl, weil die Lieferzeiten von Airbus oder auch von Boeing nicht so sind, dass man das Flugzeug kompensieren kann. Deshalb war es für sie on the long run billiger, diese ungewöhnliche Reparatur zu machen. Das war jetzt auf dem Prüfungsflug, um zu gucken, ob alles tippitoppi ist. Und man hätte natürlich auch sagen können, hey, warum haben die da keine Cargo-Variante draus gemacht zum Beispiel? Ich glaube, Amazon fliegt die ja, ne? Die 767. Wäre natürlich auch eine Geschichte gewesen, weil genau an dieser Stelle kommt ja auch die Cargo-Door hin. Da hätte man, also hätte sie nicht anders machen können. Also, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von solchen Reparaturen haltet und wie ihr das findet. Da bin ich auch mal gespannt auf eure Meinung. Denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten, ob ihr schon mal gebammt worden seid und nicht mitfliegen konntet und wie ihr die Praxis generell findet. Aber ansonsten, wenn ihr schon so lange geschaut habt, ein großes Danke von mir. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und Kanalmitgliedschaft und bei Sorgen nichts vernöten. Hier ist die Nummer. Und Kreditkartenwünschen könnt ihr euch gerne melden. Heute alleine wieder mit zwei Leuten hier in Los Angeles zur Bank. Deshalb bin ich wieder hier in L.A. und nicht in der Wüste. Und vergesst nicht zu schreiben, welches Hotel es ist. Also, danke euch. Bis morgen in alter, in frischem Morgen. Vielleicht wieder zwei Sendungen. Morgen haben wir ja wieder Meilenmittwoch. Und jetzt bin ich raus. Erstmal hier der Abspann. Also, bis dann. Ciao.